Weniger ist mehr wird Ihnen präsentiert von der PSD Bank Karlsruhe Neustadt EG. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hochschule Pforzheim Magazins. Obwohl das neue Semester Anfang Oktober beginnt, war schon Mitte September im Institut für Industrial Ecology einiges los. Denn dort gab es vom 10. bis 14. September die Sommerakademie. Das Leitthema Industrial Ecology. Strahlender Sonnenschein begleitet die Sommerakademie in Pforzheim. Doch das war nur das i-Tüpfelchen, denn 5 Tage lang gab es für die Teilnehmer ein informatives und kreatives Programm rund um das Thema Industrial Ecology. 30 Studentinnen und Studenten aus ganz Deutschland nahmen daran teil. Veranstalter war das Institut für Industrial Ecology unter Leitung von Professor Mario Schmidt. Die Sommerakademie war eine Art Intensivkurs in Sachen Industriegesellschaft und Umwelt, bei der namenhafte Referenten aus ganz Deutschland ihre Forschungsergebnisse auf verständliche Weise an den Mann bzw. an die Frau brachten. Die Sommerakademie findet in Deutschland jährlich unter dem Dach der Vereinigung für ökologische Wirtschaftsforschung, VÖW, statt und wurde diesmal vom baden-württembergischen Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft finanziell gefördert. Das Ziel ist immer, junge Leute, das heißt nicht unbedingt nur Studierende, aber auch vielleicht junge Berufsanfänger, dazu mit dem Thema Nachhaltigkeit in Berührung zu bringen. Und damit richtet sie sich eben auch vor allen Dingen an junge Leute mit dem oder auch Leute schon mit Berufserfahrung, die eben in diesem Bereich tätig werden wollen. Also die irgendetwas für die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft oder der Industrie tun wollen. Dabei ging es um die ökologische Gestaltung der Industrie im weitesten Sinne. Industrial Ecology oder industrielle Ökologie ist ein Oberbegriff aus den Nachhaltigkeits- oder Umweltwissenschaften und beschäftigt sich mit ganz unterschiedlichen Methoden, bei denen es immer wieder um die Industriegesellschaft und die Wechselwirkungen mit der Natur, mit der Umwelt geht. Das heißt, bei diesen Wechselwirkungen stehen natürlich hauptsächlich dann Energie und auch Materialverbrauch oder das, was wir auch an Material wieder in die Umwelt abgeben, im Vordergrund. Aber natürlich auch die Frage, wie wir diese Energie- und Materialflüsse zwischen Industriegesellschaft und der Umwelt und der Natur beeinflussen, verändern und natürlich auch umweltfreundlich gestalten können. Neben zahlreichen und namenhaften Referenten konnten auch die jungen Teilnehmer ihre eigenen Forschungsarbeiten vorstellen und diskutieren. Das wurde durch die Präsentation von eigenen Postern gemacht, auf denen die Forschungsthemen der Master- oder Doktorarbeiten skizziert waren. Peter Paul Pichler vom renommierten Potsdam-Institut für Klimaforschung erklärte den Teilnehmern sehr eindrucksvoll, wie sich der Einfluss des Menschen auf die Umwelt über die Jahrtausende hinweg gewandelt hat. Es gab in der Menschheitsgeschichte im Prinzip 3 große Transformationen, in denen sich die biophysischen Grundlagen der Gesellschaft radikal verändert haben. Und das hatte einerseits jeweils Auswirkungen auf die Energie- und Stoffströme der Gesellschaft und andererseits aber auch für die Gesellschaft gröbere Auswirkungen. Das erste war ca. vor 1 Million Jahren die Entdeckung des Feuers und die absichtliche Feuernutzung. Das wurde zum Kochen, zur Wärmeversorgung und zur Jagd eingesetzt. Und dadurch hat sich der Materialverbrauch und auch der Energieverbrauch, ausschließlich auf Biomasse basiert damals noch, sehr verändert und ungefähr ein Faktor 3 bis 5 über den normalen biologischen Metabolismus des Menschen gehoben. Die nächste große Transformation erfolgte ca. vor 12.000 Jahren, die Neolithische Revolution. Durch Ackerbau und Viehzucht konnte der Energieertrag noch einmal gesteigert werden, ungefähr wieder ein Faktor 3 bis 5. Dadurch gab es sowohl einen großen Anstieg von Bevölkerung, aber auch der Energie- und Materialverbrauch pro Kopf ist da sehr gestiegen, ca. auf 40 bis 70 Gigajoule pro Kopf. Und die dritte große Transformation im Prinzip ist dann die industrielle Revolution, die alle Limitierungen von den Agrarsystemen im Prinzip auflöst und zu einer kompletten Explosion von allen Stoff- und Energieflüssen sorgt, wo sich pro Kopf der Energie- und Materialfluss wieder ca. um einen Faktor von 3 bis 5 gesteigert hat, aber auch durch das extreme Bevölkerungswachstum von ungefähr 1 Milliarde Menschen auf 7 Milliarden Menschen natürlich der Gesamtdurchsatz an Energie und Material durch die Gesellschaft sich vervielfacht hat. Professor Stefan Pauljuk von der Universität Freiburg untermauerte diese von Dr. Pichler aufgezeichneten Materialumsatz mit dem weltweiten Einsatz von Eisen und Stahl.
welche Bedeutung sie für die Infrastruktur haben, welche Umweltwirkungen damit verbunden sind und wie sich das Recycling von Eisen und Stahl vermutlich entwickeln wird. Er plädierte insbesondere für eine deutliche Verbesserung der Materialeffizienz, um den Bedarf an Rohstoffen und die ökologischen Auswirkungen zu verringern. Was wir in unserer Forschung machen, ist, dass wir versuchen zu verstehen, wie sich Stoffkreisläufe im Lauf der industriellen Entwicklung verändern, zum Beispiel Stahl oder Zement, wo wir sehen, eben wenn sich die Infrastruktur eines Landes entwickelt, Eisenbahnen, Straßen, Häfen, wird extrem viel Stahl und Zement verbraucht. Und da hat man eine Möglichkeit, durch geschickten Einsatz dieser Materialien, durch besseres Design zum Beispiel, diesen Stahl- oder Zementbedarf zu reduzieren. Und das nennt man dann eben Materialeffizienz. Was wir sehen können, ist, dass wenn wir ambitioniert Materialien besser einsetzen, intelligenter einsetzen, wir den Gesamtverbrauch an Materialien deutlich reduzieren können, zum Beispiel im Stahlbereich oder Zementbereich, und dann entsprechende Emissionen einsparen können. Professor Georg Rombach von dem internationalen Aluminiumkonzern Hydro stellte den Teilnehmern in einem Fallbeispiel dann auch die konkrete Aufgabe, wie Recycling forciert werden kann und welche technischen Probleme dabei auftreten. Bei Aluminium, ganz wichtig, die verschiedenen Sorten sauber zu trennen, damit der Verschmutzungsgrad durch Legierungsmetalle gering gehalten werden kann. Premiere hatte die Vorstellung eines Berechnungsprogramms und einer Datenbank des Umweltbundesamtes, mit dem die anthropogenen Lagerstätten an Material in Deutschland erfasst werden. Mit jedem Gebäude, mit jeder Straße, Schienenstraße oder Windkraftanlage werden Materialien gelagert. Im Prinzip können sie später wieder zurückgewonnen und neu eingesetzt werden. Deutschland ist also gar nicht so arm an Rohstoffen. Sie stecken allerdings nicht im Boden, sondern in unserer Infrastruktur. Urban Mining nennt man deshalb auch den Ansatz, diese Rohstoffe wieder zu nutzen. Dazu muss man aber wissen, wo welche Rohstoffe in welcher Qualität und Zusammensetzung schlummern. Felix Müller vom Umweltbundesamt ließ die Studentinnen und Studenten der Sommerakademie diesen Ansatz am Beispiel des Recyclings von Windkraftanlagen anwenden. Praktisch ging es bei der Firma Witzenmann zu, die sich bereit erklärte, einige Teilnehmer anzuleiten, wie man in einem Unternehmen effizient mit Material und Energie umgehen kann, welche Analysenmethoden dazu eingesetzt werden und vor welchen Herausforderungen man dabei steht. Effizienz als Lösungsstrategie in einem hochindustrialisierten Land, ja sogar in einem Automobilland, davon berichtete Gastgeber Professor Mario Schmidt über das Bundesland Baden-Württemberg. 1,3 Millionen Beschäftigte arbeiten im Ländle in der produzierenden Wirtschaft. An einer Deindustrialisierung habe deshalb niemand ein Interesse. Er betonte die Wichtigkeit des Dialogs mit der Wirtschaft und die Suche nach umweltverträglichen Lösungen. Als Mitglied des Nachhaltigkeitsbeirats in Baden-Württemberg wirkte er maßgeblich bei der Zieldiskussion zur Nachhaltigkeit mit. Als großen Erfolg bezeichnete er die Abkehr von dem Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit, wo die wirtschaftlichen Ziele immer gleichrangig neben die ökologischen und sozialen gestellt werden. Stattdessen gehe es um das Ausbalancieren der ökologischen Tragfähigkeit mit der Teilhabe und dem guten Leben. Die Wirtschaft sei hier nicht Ziel an sich, sondern diene diesen sozialen und ökologischen Herausforderungen, so Schmidt. Die Wirtschaft müsse man als Partner zur Lösung dieser Aufgabe sehen. Natürlich durfte in einer solchen Veranstaltung auch das Grundsätzliche nicht fehlen. Der Buchautor Dr. Tilman Santarius von der Technischen Universität Berlin hinterfragte die in der Wirtschaft so beliebten Effizienzstrategien. Denn effizientere Technologien müssen nicht zwangsläufig zu weniger Umweltbelastung und Ressourcenverbrauch führen. Oft lösen sie eine erhöhte Nachfrage aus, was den Einspareffekt teilweise wieder zunichte macht. Dies wird als Rebound-Effekt bezeichnet. Wenn wir uns neue, effiziente Technologien zulegen, beispielsweise ein 3-Liter-Auto oder jetzt unser Haus dämmen oder neue Glühbirnen kaufen, LED-Lampen oder so weiter, dass wir dann nicht zwingend unbedingt genau das einsparen, was wir eigentlich glauben, sondern dass wir dann vielleicht an anderer Stelle wieder mehr verbrauchen. Also zum Beispiel mit einem 3-Liter-Auto, vielleicht fahren wir dann häufiger mit dem Auto, weil wir jetzt Spritgeld eingespart haben. In der Diskussion nach dem Vortrag tauchte auch die Frage auf, ob denn dieser Rebound-Effekt überhaupt angegangen bzw. minimiert werden könnte. Es ist so ein komplexes Phänomen, weil es aufgrund von so vielen verschiedenen Mechanismen zustande kommt, dass man, glaube ich, den Rebound-Effekt nicht vollständig einfangen kann. Solange die Wirtschaft weiter wächst, solange es technischen Fortschritt gibt, und den wird es weiterhin geben, wird es auch Rebound-Effekte geben. Aber man kann sicherlich viele politische Maßnahmen einführen, Ökosteuern,
Caps, also Begrenzungen von Ressourcen und Material, Energieverbräuche und so weiter, die zumindest teilweise diese Rebound-Effekte unterdrücken. Erstmals mit dabei waren auch die ersten Stipendiaten des kooperativen Promotionskollegs Energiesysteme und Ressourceneffizienz, an dem neben der Hochschule Pforzheim die Hochschule für Technik in Stuttgart und das KIT in Karlsruhe beteiligt sind. Das Promotionskolleg wird im Rahmen der Landesgraduierungsförderung durch das Land Baden-Württemberg finanziert und 12 Doktoranden betreut. Mitveranstalter Professor Stefan Gößling-Reisemann von der Universität Bremen war beeindruckt von der offenen Diskussionsatmosphäre der Sommerakademie und dem Engagement der Studentinnen und Studenten. Ich bin erstmal begeistert von der Zusammensetzung der Studierendenschaft, die hier vor Ort ist. Das sind unglaublich viele verschiedene Disziplinen, alles junge Leute, sehr motiviert, die mit sehr interessanten Fragen gekommen sind. Interessanterweise viele Ingenieure, die mit sozialwissenschaftlichen Fragen gekommen sind. Ich war auch Mitorganisatorin und war dementsprechend natürlich besonders gespannt, wie es so läuft. Und es hat gleich vom ersten Tag an gut funktioniert. Alle haben sich gut verstanden. Wir sind auch gleich tief in die Thematik eingestiegen und haben diskutiert. Das heißt, ich bin ganz begeistert und es läuft so, wie ich es mir auch vorgestellt habe. Es ist eine sehr interdisziplinäre Gruppe. Und ja, man hat das Gefühl, also wirklich, dass sich die Ideen und Vorstellungen von dem Ganzen jetzt mehr als übertreffen eigentlich in seiner Komplexität, aber auch, ja, weil es einfach spannend ist. Sie sind alle mit Fragen zu Nachhaltigkeitsthemen nach Pforzheim gekommen, die sie persönlich oder in ihrem Studium bewegt hatten. Viele dieser Fragen wurden in der Sommerakademie beantwortet, allerdings wurden auch neue aufgeworfen. Doch diese machen neugierig auf die aktuelle Nachhaltigkeitsforschung und so reisten die Jungwissenschaftler motiviert zurück an ihre Studienorte in Deutschland und Österreich. Das war es schon vom Hochschule Pforzheim Magazin. Bis zur nächsten Ausgabe im Oktober. Tschüss! Weniger ist mehr, wird Ihnen präsentiert von der PSD Bank Karlsruhe Neustadt AG.